Herzlich willkommen. Wir wollen uns heute mal ein überbackenes Brot machen, und zwar Salami-Pilze. Und dazu brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe erstmals geriebene Käse, dann etwas Pilze aus dem Glas und eine Mini-Salami und eine halbe Zwiebel. Und dann noch etwas Schweineschmalz oder Butter. Anschließend schneiden wir die Mini-Salami in feine Scheibchen und zerkleinern die Zwiebel. In der Zwischenzeit können wir den Backofen vorheizen bei 220 Grad und die Brote dünn mit Schweineschmalz bestreichen. Schweineschmalz gibt es übrigens beim Metzger. Anschließend geben wir die Pilze, die Zwiebeln und dann die Mini-Salami auf die Brote. Danach bestreuen wir die Brote mit geriebenem Käse. In diesem Fall ist es Gouda, selbst gerieben oder einem fertigen Produkt. Anschließend kommen die Brote bei 220 Grad für circa 10 Minuten in den Ofen, am besten auf die unterste Schiene. Nach 10 Minuten schauen wir mal, ob der Käse gut zerlaufen ist. Und dann sind sie fertig, die Brote. Dann wünschen wir guten Appetit und viel Erfolg.